Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten historischen Kampagne hier von Stroid Crusader. Wir haben an die Waffen durchgespielt, Saladins Eroberungszug, den Kreuzzug des Königs und nun stehen uns die Kreuzfahrerstaaten bevor. Eine kleine Kampagne, die uns ein bisschen mit Skirmishes überhäufen wird. Und wir beginnen mit der ersten Mission, das Königreich Armenien. Dieser Feldzug ist zeitlich kurz nach Ende des dritten Kreuzzugs angesetzt und wird nicht historisch korrekt wiedergegeben. Jedoch spiegelt er die Stimmung zu jener Zeit wider, als viele Fürsten aus dem Westen Ländereien einnahmen, um ihr Einkommen aufzubessern. Darüber hinaus haben wir das zweifelhafte Vergnügen, ein paar alte Freunde wiederzutreffen. Ja. Mission 1, das Königreich Armenien. Als der König seine Heimreise antritt, nutzen viele unvermögende Fürsten die Gelegenheit, um die eroberten Ländereien in ihre Herrschaftsgebiete einzugliedern. Manche dieser Edelmänner gehen dabei alles andere als edel vor und plündern rücksichtslos das Land. Befestigt Chilvan Kale in Armenien. Herzog de Pys startet Angriffe vom nahegelegenen La Roche-Guillaume. Sorgt dafür, dass die Ratte ihr Gebiet nicht noch mehr ausweitet. La Roche-Guillaume, das klingt natürlich so typisch französisch. Und Herzog de Pys ist ja auch ein französischer Lord, würde man ja sagen. Genauso wie Beauregard oder Herzog Truff. Sind ja eigentlich alles Franzosen, wenn man es genau nimmt. Ihr müsst schnell handeln, um die Angriffe der Ratte bereits zu Anfang dieser Mission zu entkommen. Entkommen? Ein sofortiger Einsatz von Schleuderschützen könnte helfen, die ersten Angriffswellen abzuschwächen. Jedoch steht euch dann weniger Gold für den Bau eurer Burg zur Verfügung. Stopft die beiden Lücken in der Felswand mit Wellen und Torhäusern. Pause. Das ist also einfach nur hier zu wallen und hier zu wallen, aber so werde ich natürlich nicht spielen. Es ist halt nur die Ratte, mein Gott. Ich werde mir jetzt auch ein bisschen Zeit lassen und versuche ein bisschen hübsch zu bauen. Fortsetzen. Fangen wir mal an. Oh, warte mal. Ich habe hier noch das Spieltempo viel zu hoch eingestellt. Das wollen wir natürlich nicht. Ich möchte direkt mit Stein beginnen. Ich brauche ein bisschen Käse für Armbrustschützen. Ja. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Bier anfangen, weiß ich nicht. Zählen. Aber was ich weiß, ist, dass ich ein bisschen unkonventioneller bauen werde. So wie in Stronghold 2 die letzte Zeit. Da habe ich auch gelernt, ein bisschen unkonventionell zu bauen. Naja, schauen wir mal, wie ich das jetzt hier machen werde. Auf jeden Fall sehr viel mehr Holz. So, Ratte, zeig mal. Ich bin ja mit dem UCP, ne? Also das heißt, ein paar Sachen könnten ja auch anders sein im Verhalten. Die Lanzenträger der Ratte werden sich natürlich schneller bewegen, logischerweise. Und ich schätze mal, das wird schon der erste Angriff sein hier, oder? Vielleicht doch nicht. Wer weiß. Lass mal gucken. So, wir kriegen auf jeden Fall schon mal die ersten Güter hier rein. Und ich fange auch schon mal direkt mit Bogenschützen an. So. Oh nein, erzähl mir jetzt nicht. Der muss hinten so ran. Ach, das ist doch. Wir werden überfallen! Oh Gott. Wohin gehen wir? Jetzt zerstören wir jetzt echt den Kornspeicher. Eine Nachricht der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Eure Beliebtheit sinkt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sir. Ein Verbündeter in Edessa berichtet, dass Herzog Beauregard arabische Söldner zur Unterstützung des Herzogs de Pys sendet. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Zugegeben. Sitzt eklig. Dass die Ratte hier abzieht.
Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ein kleiner Störangriff, wie man sagen möchte. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten Bin benötigt, zur Stelle. Sire. Eine gemeingefährliche Provokation steht im Raum. So, dann bauen wir hier mal noch eine Treppe. So. Okay, innerer Burgkern. Abgeschlossen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, okay. Und wir bauen noch natürlich logischerweise einen äußeren Ring. Dessen könnt ihr euch sicher sein. So. Okay, damit sollte das jetzt eigentlich soweit erstmal gesichert sein hier. Ach ja, und ein Turm. Ja. Turm wäre ja eigentlich noch eine ganz gute Sache. Vielleicht so hier. Achtung! Und Marsch! Wir benötigen mehr Steine. Ja. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Armbrüste neben den Bogenschützen. So, mein Stein steht noch, das ist gut. Ein bisschen mehr ausbauen. So, also Herzog Boriga kommt auch noch mit einem Angriff von hier wahrscheinlich. Ja, muss ja von dort sein. Ah nee, warte mal. Das ist nicht so optimal platziert. Wir werden überfallen! Und los! Ladet nach! Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt. Allzeit bereit! Belagerungsgeräte bemannt! Okay. Eisen haben wir nicht. Okay, pass auf, dann. Wir arbeiten einfach mal mit Lanzenträgern. Wir schlagen die Ratte sozusagen wortwörtlich mit ihren eigenen Waffen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wenn man es so will, kann man das so nennen. So. Wollen wir mal so ein Burgding. Außen mit rum. Shit. Jetzt fehlt mir das Stein so ein bisschen für den zweiten Turm hier. Zack. Ja, sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Okay. Euer Gnaden, wie können wir Lagerungsgeräte Ich bin mal ein bisschen im Kreativmodus. So ein kleines bisschen. Ich hätte gestern mit Utwin einen Stronghold 2 Stream gemacht. Da habe ich so ein bisschen das Geheimnis des. Nicht des Pechkochens, sondern das Geheimnis des inneren Burgkernbauens gefunden für mich. Und es ist so viel einfacher, eine. Oh nein. Womit kann ich dienen? Mein Bogen ist euer. Es ist so viel einfacher, eine hübsche Burg zu bauen. Wenn man. Ach, top, bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt sein. Wenn man mit einem Innenring anfängt und dann einen Außenring baut, dann ist es so viel einfacher, eine schöne, ansehnliche Burg zu bauen. Das könnt ihr mir glauben. Das war jetzt zum Beispiel nicht so optimal. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das ist besser, ja. Mein Herr, in Bewegung. Okay. Ja, da könnten wir eigentlich hier. Ja. Noch mehr Brot brauchen wir eigentlich nicht. Das ist schon
mehr als genug, muss ich mal sagen. Aber vielleicht noch mal die ein oder andere Waffenproduktion. Vielleicht auch noch ein Brunnen so. Das wäre eigentlich mal ganz gut. Und dann könnten wir hier zum Beispiel noch so ein Vorhaus so platzieren. Jo. So nach Westen quasi hinaus. Eure Befehle? Shit. Wir werden überfallen! Ah. Bin zur Stelle! Rücken aus! Das hätte ich besser machen können. So, dann bauen wir hier wieder unsere geliebte Bastion. Solange es jetzt noch geht, jetzt ist die Mission noch einfach. Der Kornspeicher ist voll, my lord. Solange das jetzt noch geht, hübsch zu bauen, versuche ich es noch. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Gar keine Steuern genommen. Ist ja schon ziemlich schändlich. Nein, jetzt habe ich die Steinlieferung weggebaut. Ärgerlich. Okay. Bauen wir hier so ein bisschen schräg eingeschrägt. Und dann könnten wir eigentlich hier noch so ein Torhaus machen. So, hier. Der Kornspeicher ist voll, my lord. Du meine Güte, der Kornspeicher. So, na, das nimmt doch langsam so ein bisschen Gestalt an. Ist doch hübsch. Ihr könnt es werden auf uns Rekruten zählen. Benötigt sein. Hm. Wir werden überfallen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Das wollte euer Knab, my lord. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Na gut, Knaben. Okay, aber ich könnte ja auch genauso gut hergehen und das Brot verkaufen. Das bringt auch nochmal gut Geld. Bin zur Stelle! Ja! Und sind auf dem Weg, Bogenschützen bereit! Mal da hinstellen. Sire! Mein Bogen ist euer! Ah. Ich denke, so ist die Verteilung ganz okay. Herr, nennt euren Wunsch. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Hier hätten wir jetzt auch noch Platz. Da können wir jetzt... Oh, hier passt ja super eine Kapelle rein. Das ist ja klasse. Richtig, richtig schön. Das machen wir nicht. Und es ist so ein bisschen so hier. Hier könnte sich eigentlich auch noch ein Torhaus gut anbieten. Den Außenwall hätte ich natürlich auch genauso gut klein bauen können. Wir werden also überfallen! Den niedrigen Wall hätte sich hier an sich eigentlich auch angeboten. Finde ich. Bin zur Stelle! Mein Bogen ist euer! Waffen geschultert! So. Mein Herr? Eure Befehle? Sehr schön. Ich habe gerne so innen die dicken großen Türme und außen eher so diese kleinen Wachtürme. So. Nee. So eine Mauer hier. Okay. Cool. Ja, bin ich fertig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir müssen hier, glaube ich, nochmal Treppen bauen. Das Ganze noch mal ein bisschen zu optimieren. Die Laufwege ein bisschen zu optimieren. So, und dann könnten wir hier, jetzt haben wir jetzt noch eine Menge Platz für Waffenproduktion oder für Gärten und andere Dinge und so ein Kram. Also, da könnten wir jetzt noch richtig schön hier was bauen. Stelle.
Ja, kann jetzt die Ratte kommen, wie sie will, da ist nichts mehr. Ja, ich finde. Ich werde das jetzt wahrscheinlich in den ganzen Skirmishes. Die Waffenkammer ist voll, my lord. In den ganzen Skirmishes werde ich das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen forcieren mit diesem Innenkern. Diesem inneren Burgkern. Weil, wie ich sehe, gibt es auch in Crusader da eigentlich ganz coole, hübsche Möglichkeiten, da was Cooles draus Ihr zu machen. Ihr habt nicht genügend Güter. Idiot, ich habe den Klicker. Ihr könnt es auf werden uns Rekruten zählen. Benötigt, Sire. Ich würde völlig vergessen, dass ich den habe. Naja, da müsst ihr jetzt eigentlich auch noch ein Haus hinbauen. Wir können auch noch ein bisschen mehr auf Religion setzen. Würde ich hier eigentlich noch was hinpassen? Ja. Ja, dann baue ich da lieber nochmal eine Getreidefarm hin. Auch wenn ich es, glaube ich, nicht mehr brauche, aber... Ja. So ein bisschen Religionsbonus noch abzugreifen, da könnte ich jetzt nochmal die Steuern noch hochgehen. Es werden Waffen, bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Und eigentlich würde ich jetzt sogar noch liebend gern hergehen und hier einen Graben setzen, aber... Wir sind leider auf einem Berg und da ist es leider nicht so einfach möglich. Ja, die Truppen der Schlange kamen jetzt hier noch gar nicht, oder? Also, davon habe ich jetzt noch gar nichts mitbekommen. Ja, bitte. Vorwärts! Theoretisch könnte man jetzt hier auch noch ein Torhaus reinsetzen. Noch mehr Laufwege zu optimieren. Früher war ich eigentlich nicht so der Fan von vielen Torhäusern, aber mittlerweile habe ich da gar kein Problem mehr mit. Ah ne, das... So, hier. Ein bisschen hervorstehen müssen sie schon. Ja, in Bewegung. Macht sich das Torhaus jetzt ja auch ehrlich gesagt nicht so gut. Machen wir es lieber so hier. Dann wird es ein bisschen... Ah, aber andererseits fehlt irgendwie was. Ah, nee, das passt schon so. Bogenschützen bereit. Achtung! Bereit, eure Lordschaft. So krass, ich habe nur eine Gerberei, aber die buttert raus ohne Ende, Wahnsinn. Ihr könnt das in nicht diesem dort Gebäude platzieren, gibt es keine Lord. Arbeit, Sire. Ihr könnt auf uns zählen. Euer Gnaden. Bin es zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Okay. Mein Herr, sind auf dem Weg. Eure Befehle? So, das reicht hier eigentlich vorne auch völlig als Verteidigung zu. Bin zur Stelle. Wir werden überfallen. Zur Stelle. Vielleicht noch einen weiteren Armbrustschützen schicken. Einen, nicht drei. Leute. Und los. So. Okay, naja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal die Ratte angreifen. Ne? Ich würde ja eigentlich mal behaupten, dass ich jetzt hier mit meiner kleinen Anlage fertig bin. Klar, wir könnten jetzt noch hergehen voll, und hier noch einen Turm reinsetzen. So kleinere äußere Türme. Würden sich jetzt noch anbieten. Hier meinetwegen auch noch so einen großen Wachturm. So. Ah, das sieht doch gut aus. Das kann sich sehen lassen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Ja. Sire. In Bewegung. Bogenschützen bereit. So. Ja, ich finde, Burg kann sich sehen lassen. Ich mag das auch mit diesem inneren Ring. Wie gesagt, ich werde das jetzt die nächsten Folgen werde ich das jetzt mal forcieren mit diesem inneren Burgring. Ich glaube, das wird ganz cool. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Wohin gehen wir? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. So, machen wir mal einen typischen Rattenangriff auf die Ratte. Also nur Speerträger, Bogenschützen und Baumeister. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Trash War, wenn man so will. Mein Herr,
Ja, bitte. Euer Gnaden? Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Was die Lanzenbauer auch mit Sekunden benötigt sein. Krass. Ein Buch auf den Klicker, ey, wirklich. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, na dann probieren wir mal. Auf uns zählen. Rattentypisch nehmen wir jetzt auch nur Katapulte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Eure Befehle sind auf Wohin dem Weg. Gehen wir? Komisch, ich hatte eigentlich wirklich in Erinnerung, dass die Schlange hier nochmal einen kleinen Angriff mit dazu bringt, aber... Bin zur Stelle! Ist offenbar überhaupt so gut nicht wie der erledigt. Fall. Katapult bereit, so gut wie erledigt. Katapult bereit, so gut wie erledigt. Katapult bereit, my lord. Allzeit bereit. Bravo. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. So gut wie erledigt. Katapult bereit, my lord. Ja, bitte. Katapult wird bewegt. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Schild bereit, ja. Eure Lordschaft. Ihr könnt auf uns zählen. Wir werden überfallen. Schild bereit, Bogenschützen bereit. Typische Rattenattacken. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Wohin gehen wir? So gut wie erledigt. Allzeit bereit. Bravo. Katapult bereit, so my lord. Gut wie erledigt. Schickt halt immer mehr. Das wird da. Okay, guter Snipe. Ach, da ist schon offen jetzt, okay. Womit kann ja, ich dienen? Komm, probier was mal. Katapult bereit! Hervorragend. Wir benötigen Steine. Eine Nachricht der Ratte. Ja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Oh. Ihr könnt auf ein uns Zähne spielen. Würde sein, das ist schaffbar. Wir benötigen Steine. So gut wie erledigt. Vielleicht mit der ersten Attacke? Die Ratte ist halt schwach, die hält nicht so viel aus. Naja. Eine Nachricht der Ratte. Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht. Tja, das ging gut. Ohne Armbrustschütze sogar. Alles klar. Die Ratte hat die Flucht ergriffen. Wir haben es geschafft, Sir. Flucht ergriffen? Ich habe ihren Kopf auf einen Spieß Sieg. Gesteckt. Das ist passiert. Ja, und in der nächsten Folge sehen wir uns dann in Mission 2. Die Grafschaft Edessa. Ich glaube, da kämpfen wir gegen die Schlange. Das werden wir mal sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bleibt gesund, haut rein. Bis zur nächsten Runde und ciao.